Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Aber ich hielt sie für eine neue Waffe, die die Deutschen erfunden hatten. Bernard Dye ist nicht allein. Auch andere Fliegercrews des Zweiten Weltkriegs meldeten Sichtungen. Mindestens eine dieser Berichte wurde geheim gehalten. Und der Befehl dazu kam von ganz oben. Damit keine Informationen durchsickerten, ordnete Premierminister Churchill eine 50-jährige Aktensperre an. Nach mindestens 50 Jahren Geheimhaltung soll ein zukünftiger Premierminister über die Einstufung der Akte entscheiden. Churchills Befehl betraf eine Sichtung, die eine britische Fliegercrew gegen Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Rückflug von einem Aufklärungseinsatz über Deutschland machte. Mein Großvater war bei einem Gespräch über das Erlebnis einer Fliegercrew dabei. Aus den Akten des Ministeriums geht hervor, dass der Bericht vom Enkel des Bodyguards von Churchill stammt, der bei einem Gespräch zwischen dem Premierminister und General Eisenhower, dem obersten Befehlshaber der alliierten Streitkräfte, zugegen war. Das Ministerium sollte bestätigen, ob der Bodyguard bei dem Gespräch zwischen Winston Churchill und Eisenhower tatsächlich dabei war. Denn bei der Unterhaltung soll es um einen mysteriösen Vorfall gegangen sein. Eine Royal Air Force Crew hatte auf einem Aufklärungsflug ein metallenes Objekt neben ihrem Flugzeug entdeckt, das ihnen eine Weile folgte und sich sehr merkwürdig verhielt. Sie nahmen an, dass es sich um ein deutsches Flugzeug oder irgendeine neue Art von Nazi-Flugmaschine handelte. Auch ein leitender Flugzeugexperte war zugegen. Er schloss eine Bombe aus, da Bomben ihr Tempo nicht an das eines Flugzeugs angleichen und dann wieder beschleunigen können. Churchill war das alles suspekt. Eine weitere Person warf die Möglichkeit eines UFOs in den Raum. Da entschied Mr. Churchill, dass die Sache ab sofort geheim zu halten sei. Doch in der Akte steht noch mehr. Eine Zeile macht besonders deutlich, wie viel Angst Churchill vor der Reaktion der Öffentlichkeit hatte, sollte die UFO-Sichtung jemals publik werden. Der Vorfall muss zur Geheimsache erklärt werden, weil er Massenpanik verursachen und den Glauben an die Kirche zerstören würde. Die Akten enthüllen außerdem, dass Churchill es nicht zum ersten Mal mit UFO-Sichtungen zu tun hatte. 1912 wurden über den Werften von Sheerness in Essex mysteriöse Lichter gesehen. Winston Churchill war damals erster Lord der Admiralität und musste vor dem Parlament zugeben, den Vorfall nicht erklären zu können. Die Akten zeigen, dass sich Churchill selbst nach dem Krieg noch für seltsame Sichtungen interessierte. Nach den Sichtungen von Washington im Jahre 1952, die große Schlagzeilen machten, erwachte Churchills Interesse erneut. Er schrieb an den Außenminister: Wo soll das Gerede über fliegende Untertassen hinführen? Was steckt dahinter? Was ist die Wahrheit? Lassen Sie mir bald einen Bericht zukommen. Bis jetzt wusste Fliegerschütze Bernard Dye nicht, dass es während des Zweiten Weltkriegs noch andere Sichtungen gegeben hat, die Churchill geheim halten wollte. Wir zeigen ihm die freigegebenen Akten. In dem Bericht steht genau das, was wir in jener Nacht erlebten. Ich wusste zwar nicht, dass man ihm davon berichtet hat, aber das ist keine Überraschung. Schließlich passierte all das in den Kriegsjahren. Und offenbar wurden ja auch noch andere Objekte beobachtet. Es ist interessant, dass im Verlauf der 1940er Jahre etliche Fliegercrews Sichtungen meldeten. In den Nationalarchiven lagern viele Akten der Royal Air Force, in denen sie detailliert beschrieben sind. Raketenphänomene werden sie da genannt, aber erklärt werden konnten sie nie. Als später deutsche Piloten befragt wurden, erzählten die von ähnlichen Beobachtungen. Sie dachten aber, es wären Geheimwaffen der Alliierten. Was also sahen die Fliegercrews? David Clark hat seine eigene Theorie.
Man ging davon aus, dass sich die Crews teilweise geirrt hatten. Sie erwarteten Feindeinwirkung. Da war der Adrenalinspiegel entsprechend hoch. Ob nun UFO oder nicht, die Befehlshaber versuchten verzweifelt, die Sichtungen vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Die nächste Akte zeigt, dass die Regierung selbst Jahrzehnte später noch panisch auf UFOs reagierte. Viele Ufologen glauben, dass die Pitt-Lockry-Akte eine der bedeutendsten UFO-Verschwörungen der jüngeren Zeit beschreibt. Sie beinhaltete Fotos eines unbekannten Objekts, das über einem abgelegenen schottischen Tal schwebt. Die Fotos wurden dem Verteidigungsministerium geschickt, verschwanden aber auf mysteriöse Weise. Der Journalist Mark Pilkington verbrachte Jahre mit der Suche danach. Die Pitt-Lockry-Fotos aus den Ministeriumsakten stammen vom 4. August 1990, als zwei Zeugen in der Nähe von Kelvin und Pitt-Lockry angeblich ein großes, diamantenförmiges Flugobjekt für etwa 10 Minuten in der Luft schweben sahen. Sie machten 6 Fotos davon. Das Objekt soll von 2 weiteren Flugobjekten begleitet worden sein, die das Ministerium später als Harrier identifizierte. Der Name des Fotografen wurde nie bekannt. Er schickte die 6 Fotos an die schottische Zeitung Daily Record. Doch die Zeitung brachte die Story nie. Stattdessen schickte sie die Bilder ans Verteidigungsministerium. Das Ministerium machte Abzüge, die seitdem ebenfalls verschwunden sind. Den Akten zufolge schickten sie die Originalnegative zurück an den Daily Record, der die Story unerklärlicherweise nie druckte und die Fotos nie veröffentlichte. Offenbar gab die Redaktion die Fotos an die beiden Männer zurück, deren Namen leider aus den Akten gelöscht wurden. Das alles ist sehr merkwürdig. Einzig eine Kopie der angeblichen Fotos ist noch in der Akte enthalten. Ufologen stellten später Nachbildungen her. Nick Pope hatte jedoch die echten Fotos in der Hand, als er noch britischer UFO-Beauftragter war. Sowohl der Geheimdienst als auch das Militärarchiv analysierten die Bilder eingehend und kamen zum selben Ergebnis. Nämlich, dass es sich um ein reales Objekt mit einem Durchmesser von 25 bis 30 Metern handelte. In einem Meeting mit einem Kollegen vom Geheimdienst diskutierte ich die Sache ausgiebig. Das war eindeutig ein Fall für das Verteidigungsministerium, denn das war Technik, über die wir nicht verfügten, aber haben wollten. Das Ministerium verharmlost die Sache. Es gab eine Anweisung vom Verteidigungsministerium, welche Maßnahmen zu ergreifen wären, wenn es die Fotos in die Zeitungen schaffen. Dann sollte geäußert werden, dass man das Objekt auf den Fotos zwar analysiert habe, aber dennoch zu keinem Ergebnis gekommen sei. Sollten die Medien Druck ausüben, waren die Mitarbeiter angewiesen zu sagen, alle eingegangenen Sichtungsberichte seien sofort an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet worden. Pope hatte eine vergrößerte Kopie des Fotos an seiner Bürowand, bis sein Vorgesetzter sie persönlich entfernte. Jemand meinte, es könnte der Prototyp eines geheimen amerikanischen Spionageflugzeugs gewesen sein. Daraufhin war sich mein Referatsleiter so sicher, dass es sich um eine geheime Drohne handelte, dass er das Bild beseitigte. Wir wissen aus den Akten, dass intern viel darüber diskutiert wurde, ob die Amerikaner neuartige Spionageflugzeuge hatten oder nicht. Und wenn, warum sie dann britischen Luftraum verletzten. Mark Pilkington glaubt, dass die damaligen Geschehnisse die Fantasie der Leute beflügelten. Das war nur 2 Tage nach Ausbruch des Golfkrieges. Viele Flugzeuge starteten Richtung Nahe Osten. Großbritannien diente dabei als eine Art Zwischenstopp und Startrampe. Das Verteidigungsministerium sorgte sich um die Reaktion der Öffentlichkeit, genau wie Churchill 40 Jahre zuvor. Initiierte nun auch das Ministerium eine Vertuschungsaktion?
Möglicherweise hat das Ministerium die Fotos vernichtet. Vermutlich, weil sie dachten, da wäre ein amerikanisches Spionageflugzeug drauf, von dem wir lieber nichts wissen sollten. Oder sie wollten sich nicht die Blöße geben, zuzugeben, dass in unserem Luftraum Dinge herumfliegen, die schneller und wendiger sind als alles, was wir haben. Und das wir nicht erklären können. Dennoch sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass all diese Diskussionen auf einem sehr unscharfen Schwarz-Weiß-Bild beruhen. Am Ende hat es ein Kind hingekritzelt. Mark Pilkington sucht noch immer nach den originalen Fotos, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Doch 6 Jahre später löst eine weitere UFO-Sichtung, diesmal an der britischen Ostküste, eine groß angelegte Militäruntersuchung aus und stellt den Verteidigungsminister vor eine Herausforderung. 1996 versetzt ein UFO über Ostanglien das Verteidigungsministerium in Aufruhr. Neben der Polizei kommen auch Küstenwache und Luftwaffe zum Einsatz. Und der Verteidigungsminister erhält einen empörten Brief. Ich bin besorgt über einen Vorfall, der sich kürzlich über der Küste Ostangliens zutrug. Dort wurde ein UFO gesichtet. Warum wurden keine Jagdflugzeuge eingesetzt? Diese größte UFO-Panik aller Zeiten nahm in einer ruhigen Oktobernacht an der britischen Ostküste ihren Anfang. Die erste Meldung kam von den Polizeibeamten. In den frühen Morgenstunden sahen wir ein seltsames rotes und grün rotierendes Licht am Himmel, südöstlich von Skegness. Es schien sehr weit oben zu sein, direkt über der Flussmündung. Die Polizisten meldeten die Beobachtung ihrer Dienststelle. Ich gab die Sache sofort an die Wache durch. Der Wachtmeister benachrichtigte die Küstenwache, die er für zuständig hielt. Wir bekamen etwa 3.15 Uhr einen Anruf von der Polizei in Skegness, weil sie in südöstlicher Richtung ein Licht entdeckt hatten. Wir wussten nicht, worum es sich dabei handelte. Wir benachrichtigten sofort die nächsten Radarstationen. Der Anruf geht in Nettishead ein, dem wichtigsten Luftverteidigungszentrum Südenglands. Eines der Radare empfing ein Signal, das sich nicht identifizieren ließ. Könnten das Radarsignal und das seltsame Licht, das die Polizei gesehen hat, zusammengehören? Panische Anrufe der Bevölkerung gehen ein. Nein, es ist keine Invasion. Schiffe sollen nach merkwürdigen Lichtern Ausschau halten. Dann antwortet ein Tanker. Wir sehen Lichter über der Mündung. Das kam von der Kono Coast, die sich etwa hier befand. Um 3.15 Uhr morgens klettert Wachtmeister Leyland auf das Dach der Polizeistation, um die Lichter zu filmen. Das Ergebnis sind 5 Minuten Film, in denen ein einziges weißes, unbewegliches Licht zu sehen ist. Die Nachricht von der Sichtung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das Transkript des Gespräches zwischen der Küstenwache, der Polizei und der Tankercrew sickerte irgendwie zu den Medien durch. Plötzlich war von einem großen UFO-Vorfall die Rede, in den sich sogar der örtliche Abgeordnete einmischte. Die Angelegenheit geriet so in Fahrt, dass der Lokalabgeordnete Martin Redmond begann, schwierige Fragen zu stellen. Martin Redmond sagte, bei euch sehen Polizisten UFOs, Luftwaffenoffiziere orten sie auf ihren Radaren und trotzdem schafft ihr es nicht, Flugzeuge hochzuschicken. Das ist eine Kopie des Briefes, den Redmond an den Verteidigungsminister Michael Portillo schrieb. Hier steht: Ich bin sehr besorgt über einen Vorfall, der sich kürzlich über der Küste Ostangliens zutrug. Dort wurde ein UFO gesichtet, was uns von mehreren Militärradarstationen bestätigt wurde. Ich würde gern wissen, worum es sich dabei genau handelte. Doch am meisten sorge ich mich darüber, mit welcher Schludrigkeit man sich dieser Angelegenheit widmet. Er ist also wirklich nicht zimperlich mit dem Ministerium.
Die Royal Air Force war daraufhin natürlich nicht gerade erfreut. Die Akten zeichnen ein chaotisches Bild. Der Brief bewegte das Ministerium zu einer Untersuchung, die die Zurückhaltung der Royal Air Force erklären sollte. Doug Robb war in jener Nacht Einsatzleiter. Wir zeigen ihm die Ergebnisse.